Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video, denn dieses Video hier ist das am meisten gewünschte Video aller Zeiten. Und zwar nicht, weil so viele Leute es sich so oft gewünscht haben, sondern weil eine Person es sich so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal oder so gewünscht hat. Und zwar der gute Sam, ich nenne ihn jetzt Sam, auch wenn er vielleicht Sam heißt, aber Sam, da muss ich an Herr der Ringe denken und ich mag Herr der Ringe. Der gute Sam hat sich Rewe beste Wahl gewünscht, Pizza Klassiker Tex-Mex. Ja, eine Person hat so oft Wünsche geäußert, dass es dadurch das meistgewünschte Video geworden ist. Pizza mit Rindfleisch, ja, Jalapenos, Mais und extra scharf, das Ganze, also Paprika ist auch drauf, für 1,79 Euro. Und wir wollen jetzt mal drauf schauen, ob es sich lohnt, diese Pizza zu testen. Denn vor vielen Monaten kam schon das erste Mal der Wunsch und ich muss sagen, es ist ein bisschen unangenehm. Ich habe es dann immer mal wieder vergessen, habe sie dann immer wieder im Laden gesehen, dachte, oh nee, der TK ist voll, oh nee, du musst jetzt mal dieses Video machen, dieses und jenes. Es hat sich lang gezogen, doch jetzt ist es endlich da und wir schauen jetzt zusammen erst einmal drauf. Dünn und knusprig, ein Keksbodenteig soll es sein, habe ich gehört. 1,79 Euro kostet sie, 350 Gramm. Hier seht ihr nochmal, was drauf ist. Ich bin sehr auf die Schärfe gespannt. Die Rewe beste Wahl, Pizza Klassiker, begeistert alle Pizzaliebhaber. Nicht nur die ausgewählten Zutaten, sondern auch der extra dünne und krosse Boden. Wer will sowas eigentlich? Ich möchte eigentlich einen richtigen Pizzaboden, wie vom Italiener. Machen unsere Pizza Klassiker zu einem Geschmackserlebnis. Rewe beste Wahl, Pizza Klassiker in 10 Minuten im Ofen. Fertig zum Genuss. Wir haben Weizenmehl, Tomatenpüree, 12,8% Rindfleisch, schnittfesten Mozzarella, 11,4%, dann Wasser, Rapsöl, marinierte Jalapenos. Wir haben Mais und Paprika, also die Auflage ist gar nicht so schlecht. Ich habe sie hier schon mal gefroren für euch da. Und Käse sieht erstmal so hier vom gefrorenen Bild her so ein bisschen weniger aus, aber an sich insgesamt sieht das sehr, sehr gut aus. Dann noch ein paar andere Zutaten. Nährwerte 223 Kilokalorien, 9,6 Gramm Fett, 23 Gramm Kohlenhydrate und 10 Gramm Eiweiß. Voll die High-Protein-Pizza. Und so wird sie zubereitet. Das mache ich jetzt mal. Und da haben wir das gute Stück. Ich sage euch, wow, die sieht mega gut aus. Und das roch so geil, als ich da vorm Ofen stand. Also richtig schön würzig. Also man roch das Hackfleisch, die Jalapenos. Also ein wirklich sehr, sehr geiler Geruch. Hier ran, das ist wirklich so Restaurante-Style keksbodenmäßig. Das muss man natürlich mögen. Also vom Geruch und von der Optik finde ich sie schon mal wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Ich bin jetzt noch mehr gespannt, wie sie schmeckt. Vielleicht wären noch so rote Zwiebeln geil gewesen, ja? Das hätte irgendwie auch noch drauf gekonnt, aber an sich schon mal mega. So, dann hören wir mal, wie sie knusprig ist. Okay, das Mikro, ich muss das Mikrofon daneben legen. So, da ist das Mikrofon. Vorführeffekt. Ah, doch, die ist schon knusprig. So. Der Querschnitt, ja, also ein wirklich recht dünner Boden. Und ihr seht ja auch, das ist super keksig. Das Ding hängt nicht durch. Hahaha. Ha, 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 ha. Ja, von unten nicht ganz so braun, sollte man auf dem Gitter machen, auf dem Blech wird es vielleicht noch mal ein bisschen dunkler. Aber so, für mich, sieht das hier schon mal richtig geil aus. Riecht wirklich gut. Also man riecht dieses, halt dieses Paprika-Jalapeno-mäßig und auch dieses Eingelegte, dieses leicht säuerliche von Jalapenos. Unten könnte sie halt ein bisschen schöner vorgebacken sein, ein bisschen brauner, das fände ich geil, aber ansonsten sieht das gut aus. Hm. Oh ja. Oh ja. Ist natürlich was anderes mit dem Hackfleisch drauf. Das gibt es selten bei Pizza. Und ich merke auch direkt die Schärfe. Und sie schmeckt gut. Wisst ihr, was es auch geil wäre, wenn man noch so Tacos, also Nachos meine ich, Nachos oben drauf machen würde, so Chips zerbröseln. Der Boden wirklich keksig, dünn. Recht tomatig, aber auch das Ganze hat einen schönen Tomatengeschmack. Und dann diese Jalapeno-Schärfe, also die nimmt man schon wahr. Ist jetzt nicht so, dass sie wirklich super scharf ist, sodass man sie kaum noch essen kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie manch einem schon zu scharf ist. Ich habe das nach Anleitung gebacken. Wie üblich, ne? Je kürzer, desto weicher, je länger, desto fester.
Sie ist jetzt hier nach Packung, zumindest laut Anleitung, gebacken. Wie gesagt, jeder Ofen ist anders. Ist hier oben auch noch recht saftig und unten eben knusprig. Okay. Das Ding ist mega. Was das Ganze vielleicht auf so Next Level hätte begeben können, ist, ich meine, es ist viel drauf, aber wie geil wäre es, wenn wir einfach wirklich noch mehr Hackfleisch hätten und so. Also man sieht ja auch nochmal sehr schön, wie keksig diese Pizza ist. Hier hängt nichts durch. Also einfach noch so ein bisschen mehr vom Allen, ein bisschen mehr Käse, ein bisschen mehr Hackfleisch, ein bisschen mehr Jalapenos vielleicht auch. Aber auch so eine richtig geile Pizza. Ich werde nochmal weiter probieren, gleich gibt es das Fazit. Fazit des Ganzen, es ändert sich jetzt nicht so viel an dem, was ich gesagt habe, eigentlich sogar gar nichts. Wenn man den Keksboden mag, ist Geschmackssache. Ich hätte gerne keinen Keksboden, lieber so einen, ja, Gustavo Gusto Pizzaboden. Und dazu noch ein bisschen mehr Auflage drauf, wobei man sagen muss, es gibt Pizzen, da ist weniger drauf. Also hier ist schon gut was drauf, an sich kann man nicht meckern. Was ich nur sagen will ist, Next Level, wie ich gesagt habe, wäre, wenn einfach noch mehr drauf ist. Die Komposition ist geil, es schmeckt, es ist scharf. Manch einer würde bei feurig scharf vielleicht was anderes erwarten, aber jeder hat eben andere Schärfetoleranzen. Von daher kann man das jetzt nicht ankreiden. Es muss ja auch noch irgendwo Mainstream-mäßig sein, dass die meisten Leute es essen können. Also für mich wirklich eine super Pizza, eine sehr geile Empfehlung von dir, Sam. Da danke ich dir herzlich für. Und jetzt seid die anderen aber auch gefragt, welche Pizza muss ich unbedingt eurer Meinung nach probieren? Ja, schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt und vielleicht wird diese als nächstes getestet, zumindest wenn ihr mich auch so oft daran erinnert wie der Sam. Also herzlichen Dank an euch und nochmal herzlichen Dank an Sam, dass du so energisch weitergemacht hast. Es hat sich gelohnt, von daher danke und euch allen auch danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.